Gefühl. Eher so widerwillig. Wenn wir mal auf die Karte schauen. Ha. Ja. Das heißt, hier ist jetzt die Zelle der Lebensbinderin. Aber da Lex Raja das Beck des roten Drachenschwarms festgehalten. Und wir werden uns genau in das Rein begeben. Sehr interessant. Jede Menge Aufgestiegene wieder. Okay, und zurück. Und verblassen. Hier wollen wir ja kein Aggro ziehen von denen, die noch um die Ecke warten. Irgendwie kriegen wir ganz schön Wasser ab. Das brennt uns glatt voll damit. Was soll's. Wir überleben das. Wir haben genug Wasser. Wasser aufgenommen schon. Dass uns das wegspült. Okay, können wir da aus dem Weg gehen? Ja, wir können. Feuer wäre ja sicherlich sehr viel effektiver, aber das flüstere ich denen jetzt nicht so. Steinsprecher, der macht sicher Steinschaden. Wahrscheinlich sind das so diese vier Elemente. Wasser, Stein, Luft habe ich hier noch nicht gesehen, aber macht auch noch nicht so viel Sinn, da wir unter Berge sind und anscheinend sehr viel Lava da ist, machen Feuer und Erde doch am meisten Sinn. Aber Wasser? Naja. Wir werden es ihm mal verzeihen. Vielleicht hatte er sich auch nur verklickt, als er aufgestiegen ist. Ja, ein schöner Gedanke. Okay. Eine Biegung. Ah, nicht viel los hier. Bisschen was zum Knabbern. Schmeißen wir das hier weg. Ich hoffe, dass wir Platz genug haben. Ah, Aerodax. So wie er da steht, erinnert er mich schon ein bisschen an den vorletzten Boss in Uldua, General Vesax. Wir müssen mal heilen, während wir in alten Gedanken schwelgen. Yeah! Was sind das denn für kleine Elementarviecher? Der Ding ist gerade schon einmal gestorben, wir können ihn nicht nochmal hochhalten. Meine Güte, was war das denn? Ich habe Blitzheilung wie blöde rausgehauen, nur um ihn am Leben zu halten. Okay, das war knapp. Knapp als gewollt. Aber ich komme auch wenigstens ein bisschen Spannung rein hier. Ich muss glatt mal gucken eben, ob meine noch genug Aufnahmeplatz habe. Das werde ich gerade mal auf den Desktop gehen. Ein wenig was von den alten Dateien laden. Ein wenig was von den alten Dateien runterschmeißen. So, wieder 20 GB mehr Platz. Das sollte reichen, um den finalen Bosskampf noch auf Leinwand zu fangen. Hier sind auch schon wieder die klassischen Gesichtslosen. Diesmal ohne Mützen und Klamotten. Ja. Oh, der Dracheneier. Anscheinend sind wir vier hier allesamt mit Second-Spec-Heilern. Das ist zur Sicherheit als Main-Spec. Klasse. Ja, die Gesichtslosen hier haben nicht viel drauf, scheinbar. Außer einer Heilung, die man eventuell kicken müsste. Pew pew. Das sieht gut aus, zwei Eulen nebeneinander stehen zu sehen und gleichzeitig auf den Mob zu casten.
Der letzte Trashmob hält und uns steht nur noch der Boss im Weg. Anscheinend braucht man da einen zweiten, denke ich, rate ja mal jetzt aufgrund der ganzen Eier, die sind, dass er die spawnen lassen wird. Wäre nur logisch. Also schlüpfen, meine ich. Hm. 6 Millionen Leben, ach ja hier. Okay, also wahrscheinlich muss man die Ads dann slowen. Okay. Anscheinend gibt es hier dann doch nur so einen kleinen Trick, den man nutzen kann, oder? Ich mache mit Finn linkes Ad. Okay, das heißt, es gibt immer zwei Ads, würde ich dann sagen. Wenn es ein linkes Ad gibt, gibt es sicher auch ein rechtes. Verstehe? Verstehe. Okay, wir sind einfach mal da und heilen den unheilbaren Schaden weg, der dabei entsteht. Ja, das wird sicher spaßig. Oh. Wahrscheinlich kommen die jetzt noch zusätzlich, also diese kleinen Drechelchen. Schwerstes in Tage kommen erst noch. Was das wohl bedeuten mag. So, keine Blitzhaltung. Wir sparen uns das Mana. Okay. Yeah. Ah, ach so, okay, ich kann es mir nicht spellen. Ich dachte, ich wäre komplett gestunt. Aber ich kann mich nur nicht bewegen. Sehr viel Schaden gefressen dadurch wieder. Aber egal. Oh, danke Leute, dass ihr da reinlauft. Okay. Es ging ja gerade noch mal gut, was? Wie das sonst auch, wenn jemand mal reinlaufen muss, anstatt von rauslaufen. Okay, zwei Wächter, okay. Ach, gerade da. Wir brauchen läuft unser Chakra aus. Ah, die öffnen die Welpen. Okay, verstehe. Hat er da fesselnde Schatten. Shit. Ich nur das Rennen. Bezahlung. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass wir gleich unser lassen bauen. Oh. Schnell rein, rein, rein. Komm, 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 komm. Und Gottes Himmel. Sehr gut. Hat er jetzt wieder Wächter gerufen? Na klasse, Mann. So bekommen wir doch kaum Schaden auf den Boss drauf, wenn die Wächter jetzt immer wieder kommen. Ich meine, die haben auch 200.000, aber immerhin. Wir müssen uns konzentrieren auf das Heilen. Der Ed. Oder der Gruppe, nicht der Ed. Attack! Nein, großer Schutzgeist. Ja. Wohin, wohin, wohin? Ich sehe es nicht, da. Ja. Ja, das war tödlich für uns. Müssen wir unseren Schamanen und noch unseren Druiden. Klasse. Ich baller mein letztes Mana. Ja, rett's halt! Ach, keine Chance. Jetzt nicht mehr. Mann, diese Effekte auf dem Boden sind auch übel schwer zu sehen. Ich werde mal die Kamerafaktor erhöhen. Damit ich noch besser sehen kann, wo wir hin müssen. Ja. Okay, wir sehen uns zum nächsten Try. Zumindest Hälfte hatten wir ihn ja schon mal. So, okay, da sind wir wieder zurück. Wir starten vielleicht nicht mit vollem Mana, aber den Kampf, weil ich jetzt auch kein Flickzeugs mehr habe. Egal, das muss reichen.
Ready. Der Rest weckt sich durch normale Willenskraft wieder hoch. Na, hoffentlich nicht. Und selbst wenn, wirst du sie nicht erleben, Boss. Ja. Ist auch ein Gefangener. Ich glaube, wir müssen uns verteilen oder schnell. Er packt doch normalerweise nicht zwei Leute rein. Okay. Das ist ein bisschen Reckzeit hier. Ruft die Qualen dieser Welt herbei. Und das werden wir uns rechtzeitig nehmen. Wir nehmen trotzdem jede Menge Schaden, ja. Okay, sieht gut aus. Wir müssen unseren seinen Tank ein wenig hochheilen. Mana sieht auch noch clear aus. Ha, wir haben widerstanden und in seinem fesselnden Schatten. Kein Schatten dieser Welt hält uns auf. So, wir regen derzeit mal ein bisschen Mana. Ja, okay, für unsere Gruppe auch mit. Dann, nein, können wir nicht. Ihn müssen wir ein bisschen heilen, keine Ahnung warum. Ja, unnötig viel Schaden genommen, aber soll's, was soll's. Gott ist zumindest auch bald wieder ready. Okay, hoffen wir, dass das nächste Schattengefängnis nicht zu weit weg ist. Ah, das ist gut. 1,6 Millionen Leben noch, Leute. Das könnte unsere erste clearte Heroic-Instanz sein. Leben sieht gut aus. Mana sieht gut genug aus für... Wenn wir jetzt noch Schattengeist holen, der auch was angreift. Zwei Anregen auf mir, super. Iha! Hier kommt das Mana. Wo ist er denn hin, der Finder auf hin? Ha! Was für ein Reim. Passend. Der erste lebt noch. Der ist auch tot. Sieht gut aus, sieht gut aus. Okay. Schatten gehen wir noch. Gottes Himmel ist auch bald bereit. Das sieht gut aus. Das wird ein Kill! Und. Macht ihn platt. Woo! Haha! Er geht zu Boden. Super. Yeah. Wir haben hier einen Stab mit Zaubermacht, Crit, Meisterschaft. Da würfeln wir doch mal gleich mal hier drauf, oder? Ist der besser als der unsere? Oh. Ja. Ich frage einfach mal, brauchen wir den Stab? Die Frostwaffe, das ist Schmuck. Stärke brauchen wir nicht. Okay. Nehmen wir den für unser Heil- und PvP-Equipment und die Chaoskugel. Ach, da wir den Stab uns dann wahrscheinlich nehmen. Machen wir da keinen G drauf. Oh, wir haben sie trotzdem bekommen. Cool. Haha. Haben wir den Stab bekommen? Oh ja, da haben wir ihn. Bin ich mal gespannt, wie er noch aussieht. Und ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Auch wenn wir einige Vibes drin haben, die Hero-Instanzen sind auf jeden Fall herausfordernd. Wir haben diesen Stab an dem schönen schwarzen Glimmen. Er sieht nicht schlecht aus. Fällt euch auf, die Stäbe sind immer viel größer, wenn sie in der Hand sind, als wenn sie auf dem Rücken sind. Wapp. Also dann, danke fürs Zuschauen, viel Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich auch schon 2011. Also dann,